Herzlich willkommen hier zurück bei Wolfenstein Youngblood. So, meine Freunde, es geht dem Ende entgegen, nehme ich an. Mir soll Lothar stoppen. Und ich hoffe mal, wir werden eine kleine Chance haben, diese zu bewerkstelligen. Es stehen da zwei Neosoldaten. Und ich denke mal, wir haben sie dementsprechend auch ausgeschaltet. So, die Jojo, die hat ja ihre rechten Hallöchen. Haben wir ja gesehen in der letzten Folge. Lothar hat so feige wie er war, vor sich gestellt. Wir stellten schon eine Dame vor sich. Das macht man nicht. So, ich würde sagen, wir setzen unsere Kräfte ein und mit Gottes Schlüssel öffnen. Wir haben doch den Gottes Schlüssel bekommen. Ja, wir haben auch in der letzten Folge unseren Papa gefunden. Gottes Schlüssel. Wir haben was bekommen. Aber da muss ich jetzt nicht. Schwester. Da muss ich jetzt nachgucken, jemanden. Wie setzen wir denn den Gottesschlüssel ein? Hallo? Sonst ist überall so ein fucking Tutorial, aber jetzt nicht, wo ich es brauchen könnte. Ja, dann gucken wir doch mal nach bei den Optionen. In der Steuerung. Gottesschlüssel. Tastenzuordnungen, Granate werfen, Taschenlampe, Gottesschlüssel, B, okay, B, fortsetzen. Öffne dich, öffne dich. Okay. Das war ein durchschlagender Erfolg, ne? So, wir sind halt hammervoll. Wo ist Lothar? Da ist er ja! Ich sehe ihn! Wo? Ihr habt's geschafft! Ich habe noch Panzerdurchdringende Kugeln sein! Und wenn wir den Gottesschlüssel nutzen und die Kugeln nach ihm zurückschießen, versuchen wir's! Deine Rüstung hat jeden Löcher, Jet! Ah!
Draufgehen, Schwester Herz. Da keine Bewegung! Arterium Sektor B. Schauen wir mal hier noch ein bisschen Munition.
Dafür müssen wir den Gottesschlüssel öffnen. Alles ein Sack. Das geteilte Leben holen wir. Müssen wir Reise und müssen wir brauchen. Gut, dann gehen wir hoch. Ja. Hat ihr den Arsch? Ja. 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 Ja.
Schwein! Jetzt bist du dran! Hab ihn erwischt? Ich weiß nicht! Sei vorsichtig! Okay. Ich bin der Einzige, der die Menschheit vor der Apokalypse... Auf hier!
Hey, Soph. Was glaubst du, was du so machst in dieser anderen Dimension? Ich schreibe mein erstes Buch. Und worüber? Zwei Schwestern. Abenteuer auf der ganzen Welt ist echt verdammt gut. Da wette ich drauf. Und du? Wahrscheinlich bin ich irgendwo draußen. Den weiten Himmel über mir, den Wind im Gesicht, Pferden um mich rum. Genieße das Leben. Abby, mach das nie wieder. Was denn? Den Kerl finden, den dein FBI nicht fand? Scheiße. Hört mal alle her. Fürs Erste haben wir den Plänen des zweiten Regimes einen Riegel vorgeschoben. Aber nicht auf Dauer. Wir schaffen das nicht allein. Nur mit unseren Verbündeten überall auf der Welt. Warte, heißt das etwa, ihr geht? Solange wir weg sind, übernehmt ihr das Ruder. Das kriegen wir hin. Ja, das können wir. Unsere Mädels kriegen alles hin. Aber klar doch. Oh, yeah. Und was jetzt? Jujus und Lothars Freunde in Berlin werden die Stadt nicht verschonen. Wer werden sie erwarten? Gut. Seid ihr zwei so lange bereit für einen Auftrag? Schieß los! Klaut so viel von Lothars und Jujus Technologie, wie ihr könnt. Wir müssen uns vorbereiten. Und worauf? Ihr wisst schon, die Apokalypse. Hey, alles klar. Wenn sich die Nazis in die Luft schwingen, machen wir das auch. Wir werden diese Schweine auf gar keinen Fall gewinnen lassen. Auf keinen Fall. Es fängt bald an zu regnen, Mädels. So far.
So, meine Freunde, das war Wolfenstein Youngblood. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen, wie es mir gefallen hat. Das hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, ob sie da mit BJ Blankovic vielleicht noch was rausbringen. Auf jeden Fall können wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr darauf freuen, dass wieder ein neues Far Cry erscheint und vielleicht auch ein neues Wolfenstein. So, wir werden hier mit dieses Let's Play beenden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch diesen Kanal abonnieren. Damit unterstützt ihr uns. Und es wird natürlich weiterhin Content hier, weiterhin, das habe ich zweimal weiterhin gesagt. Auf jeden Fall wird hier noch mehr Content erscheinen. Und wie man Zeit hat, ist, will man dann uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir Assassin's Creed Odyssey fertig bekommen. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch. Ich bedanke mich auch bei Exposito, der mal eine Folge mitgemacht hat. Leider hat es ihm das Spiel nicht so wirklich gefallen. Und wenn es einem nicht so viel Spaß macht, dann sollten wir es auch nicht machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt solo weiter und wir werden auch bestimmt weiter wieder Multiplayer-Projekte mit Exposito erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr es seht. Bis dann. Ciao. Ciao.